hast es geschafft, Caroline. Oh, meine letzte Dialyse. Ich glaub's nicht. Ich darf bald essen, was ich will. Trinken, so viel ich will. Und muss hier nicht mehr dreimal die Woche stundenlang rumliegen. Leute, das war's. Wisst ihr was? Ich lade euch zu einer richtig fetten Party ein, wenn ihr hier raus seid. Macht's gut. Tut mir leid, ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Aber wie kann das sein? Bei der letzten Untersuchung war doch noch alles in Ordnung. Naja, das ist schon eine ganze Weile her. Irgendwann danach müssen Sie sich angesteckt haben. Ja, heißt das... Ich komme nicht als Spender in Frage. Leider. Soll ich das noch meiner Tochter beibringen? Walking down on that house alone. How does she know how I feel today? How does she know how I feel? Versteht es nicht. Warum? Die OP sollte doch schon morgen sein. Ich habe eine Infektion im Körper. Dr. Kleist vermutet eine Borreliose, hervorgerufen durch Zeckenbiss. Weiß ich nicht ganz sicher, die Diagnose ist kompliziert. Jedenfalls kann ich kein Organ spenden, solange nicht klar ist, was ich habe. Ich könnte, was auch immer es ist, mit der Niere auf dich übertragen. Ich kann nicht mehr. Und ich will nicht mehr. Was ständig Diät. Immer habe ich Durst und nie kann nie aufs Klo, weil sich das verdammte Wasser in meinem Körper ansammelt. Das, was mir das Phosphat entzieht, was den Blutdruck runterbringen soll, Vitamine, Gerinnungsdämmer. Was ist das für ein Scheiß? Das ist doch scheiße! Bist du noch da? Ich habe die Unterlagen für die Abrechnung fertig gemacht. Ach so, morgen komme ich ein bisschen später. Ich kann mir zwei Wohnungen angucken. In Eisenach. Schön. Dann hört es ja endlich mit der Fahrerei auf. Und du kannst auch mal bei mir übernachten. Wenn du willst, kriegst du ein eigenes Regal im Bad. Und wenn ich sehr großzügig bin, sogar ein eigenes Kopfkissen. Ich erinnere dich daran. Aber darum geht's doch nicht, oder? Ich weiß, du hältst das mit der eigenen Wohnung für einen Umweg, den ich mir sparen könnte. Tanja, ich bin mir einfach sicher. Ich mir auch. Es ist einfach zu früh, nicht nur für mich. Ich mute Leute schon eine neue Stadt zu. Ja, das verstehe ich. Dann kannst du dir natürlich nicht auch noch eine neue Familie vorstellen. Puh, ist im Moment sowieso schwierig mit ihr. Sie ist 14. Oh, mein Zug. Ich muss los. Ich muss schon wieder rennen. Viel Glück. Danke. Oh! Vorsicht. Gut, dass ihr bald in Eisenach wohnt. Hm? Ja. Langer Tag. Leider noch nicht zu Ende. Ja, der Kollege im Krankenhaus hatte einen Unfall. Dr. Sandmann hat mich angerufen, mir die Aufnahme überspielt, die Dr. Kruse heute mal noch gemacht hat. Und ich bin dabei, sie zu analysieren. Immer für die gute Sache. Von dem ich mir das bloß abgeschaut habe. Hey. Hey.
Becky hat mir gerade geschrieben. Sie und die anderen sind in der Music Hall. Lust? Kein Bock, danke. Hey, nur hier rumzuhängen bringt's auch nicht. Julia, ich hab's einfach satt. Ich meine, ihr trinkt eine Cola nach der anderen und ich. Es war einfach ein scheiß Tag heute. Ein Stück bringt mich schon nicht um. Und wenn? Dr. Sandmann, Sie sind doch wieder gesund. Ja, sonst wäre ich nicht hier. Ja, wieso operieren Sie dann nicht? Sie haben sich beim Klettern verletzt, richtig? Ja, richtig. Haben Sie eigentlich kein Verbot gefährlicher Sportarten im Vertrag? Wie dem auch sei. Ich bin froh, dass Sie wieder zur Verfügung stehen. Denn, auch wenn ich es nicht gerne sage, Sie haben einen gewissen Ruf. Die Patienten wollen von Ihnen behandelt werden. Ja, dann wissen Sie ja, was Sie an mir haben. Ich denke, Sie haben verstanden. Überdenken Sie den OP-Plan. Ich will Ihren Namen darauf sehen. Caro? Hey, willst du nicht? Erstmal stabile Seitenlage. Umdrehen. Okay, ja, Hand unter den Kopf. Genau so. Caro, so ist gut. Bleibt denn der Notarzt? Das muss ich gut fühlen. Okay. Das heißt, das Herz schlägt. Ich meine. Was ist passiert? Sie hat die ganze Schokolade gegessen. Was? Ja. Bringen Sie sofort ins Krankenhaus. Blutdruck ist stabil. Sauerstoffsättigung fast wieder normal. Sie haben wirklich Glück, Herr Beermann. Mit der stabilen Seitenlage haben Sie Ihrer Tochter das Leben gerettet. Er hat letzte Woche eine Ersthilfe aufgeschoben im Betrieb. Gut, dass Sie aufgepasst haben. Ihre Tochter hat wirklich die ganze Schokolade alleine gegessen. Ja. Das Kalium ist Gift für sie. Ich weiß. Wenn Julia sie nicht gefunden hätte. Ich hätte noch mal nachschauen müssen. Als ich bei ihr war, hat sie angefangen, Schokolade zu essen. Aber doch sicher nicht die ganze Tafel. Ja, aber ein Stück. Es ist nicht deine Schuld, mein Schatz. Doch, Mama, ich hab nicht aufgepasst. Komm mal. Komm mal. Du kannst nichts dafür. Okay? Komm, wir müssen los. Serungomyelie ist angeboren und daher asymptomatisch. Da hat sich nichts verändert. Das Kallinus-Syndrom, das die Schmerzen verursacht hat, ist ausgeheilt. Sie können eigentlich gleich morgen wieder klettern gehen. Lieber nicht. Also, Sie haben jetzt keine Ausrede mehr, sich vor der Arbeit zu drücken. Übrigens, der Wein ist ausgezeichnet. Offen gesagt, viel besser als der Tee, den Sie neulich mitgebracht haben. Offen gesagt, verstehe ich auch mehr von Wein als von Tee. Zum Wohl. Zum Wohl. Was ist wirklich mit Ihnen los? Nichts. Ich wollte nur sicher gehen wegen der Schulter und das nicht im Krankenhaus untersuchen lassen. Das ist maximal die halbe Wahrheit. Sie haben keine Schmerzen.
Das Schultergelenk lässt sich vollständig bewegen. Es gibt überhaupt keinen Grund zur Besorgnis. Also? Ich weiß, das ist alles nur psychisch. Ich habe Angst. Angst, dass das wieder passiert, dass meine Hand wieder anfängt zu zittern, mitten in der OP. Aber das wird schon irgendwie gehen. Ich muss mich nur zusammenreißen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich will spenden. Medizinisch ist das doch kein Problem als Verwandte. Wie alt sind Sie? Hm? 20? Caro ist 17. Julia, es war ein Ausnahmezustand. Die symptomatische Hyperkaliämie, verbunden mit Herzrhythmusstörungen und der Ateminsuffizienz. Ich meine, so kurz nach einer Dialyse. Das war ein Schokoexzess aus Frust. So etwas kann immer wieder passieren. Es sei denn, Caro bekommt endlich eine neue Niere. Von Ihnen. Mama kann nicht mehr spenden, weil sie vor ein paar Jahren diesen Brustkrebs hatte. Ja, wir müssen jegliche Infektionsgefahr für den Empfänger ausschließen. Ja, Papa kann auch nicht spenden. Bleib also nur noch ich. Wer weiß, wie lange wir sonst noch auf einen externen Spender warten müssen. Sie sind so jung. Caro ist jünger. Haben Sie mit Ihren Eltern gesprochen? Ich bin volljährig. Also nicht. Die Voraussetzungen sind gegeben. Ja, rein formal ist das richtig. Ich verstehe nur nicht, wieso Sie sich so einem Druck aussetzen. Ich habe doch überhaupt gar keinen Druck. Ich habe mich ohne äußeren Druck entschieden. Machen wir einen Termin mit der Ethikkommission, die wird das bestätigen. Also, untersuchen Sie mich. Sprechen wir mit dem Transplantationszentrum in Jena. Sie sprechen als allererstes mal mit Ihren Eltern. Und dann mit Ihrer Schwester. So ein gravierender Entschluss muss auf jeden Fall von der Familie mitgetragen werden. Sie haben den Plan gestern noch geändert? Eigentlich sollte ich doch heute die Kyphoplastie kriegen. Haben Sie sowas schon mal gemacht, Dr. Gerster? Deswegen brauche ich die OP für meinen Facharzt. Wenn Sie sich Sorgen machen, ich pack's nicht. Ich habe oft genug assistiert. Beim nächsten Mal versprochen, ja? Wissen Sie was? Sie haben recht. Sie sind auch mal dran. Sie übernehmen die OP, ich assistiere Ihnen. Danke. Frau Schmidt, ohne Ihre Krankenkassenkarte können wir Sie nicht behandeln. Aber ich habe doch jetzt extra einen Termin mit Dr. Kleist gemacht. Ich meine, der verfällt dann doch. Ja, wenn es was Akutes wäre oder Sie schon lange bei uns, aber Sie sind neu. Bitte. Gibt's Probleme? Frau Schmidt hat zwar einen Termin, aber ihre Krankenkassenkarte vergessen. Ich bringe sie sofort morgen nach der Schule vorbei. Versprochen? Hoch und heilig. Na. Dann kommen Sie mal mit, junge Frau. Wie kann ich Ihnen denn helfen, Fräulein Schmidt? Ich habe andauernd Schmerzen. Hier. Ist Ihnen denn noch übel? Müssen Sie sich übergeben oder haben Sie ein Völlegefühl? Eigentlich nur Schmerzen. Und meine Tage habe ich auch nicht, falls Sie das wissen wollten. Ja, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Ja, wollen Sie denn keinen Ultraschall machen? Ach, Sie kennen sich aus. Ist ja nicht so, als wäre ich noch nie beim Arzt gewesen. Lotte. Hast du wirklich Schmerzen? Also, ich bin der Christian. Und von mir aus können wir uns duzen. Okay. Sie haben...
Du hast mich durchschaut. Deine Mutter hat mir ein Foto von dir und deiner Schwester gezeigt. Und ich freue mich wirklich, dass wir uns mal kennenlernen. So, auch wenn es ein bisschen unorthodox ist. Musstest du nicht eigentlich in der Schule sein? Ja, ich wollte halt wissen, mit wem ich zu tun kriege. Aber deine Mutter ist doch aus beruflichen Gründen in Eisenach. Bullshit, sie will halt einfach nur zu ihrem Lover. Also zu dir. Ach, hat sie das gesagt? Natürlich nicht, was denkst du denn? Es gab in den letzten 5 Jahren seit der Scheidung ja schon hin und wieder mal einen Typen an ihrer Seite. Aber sie hat nie so einen Aufstand gemacht. Wie viel Zeit sie im Bad braucht, bevor sie herfährt. Und was soll ich deiner Meinung nach jetzt tun? Mal invasiver Eingriff an der Wirbelsäule, nur unter Röntgen kontrolliert. Da ist Präzision gefragt und Geschick. Gute Arbeit. Gratulation. Danke. Ach. Sie haben nicht selbst operiert? Irgendwann muss der Nachwuchs auch seine Chance bekommen. Aber warum gerade heute? Nun, der Patient ist verhältnismäßig jung, die Diagnose war klar und es waren keine Komplikationen zu erwarten. Gibt es bessere Voraussetzungen für ein erstes Mal? Oder liegt es vielleicht daran, dass es kein Kassenpatient ist? Selbstverständlich bekommen all unsere Patienten die bestmögliche Behandlung, egal wie sie versichert sind. Was haben Sie denn dagegen, dass Dr. Gerster operiert hat? Ich war doch die ganze Zeit dabei, es hätte also nichts passieren können. Sie wissen genauso gut wie ich, es gibt Bewertungsportale im Internet. Es gibt Zeitschriften mit Ranglisten. Sie haben da exzellente Werte. Wegen Ihnen kommen die Patienten. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Gerade jetzt nicht. Naja, wir konnten uns noch nie leiden. Das verwundert mich jetzt wirklich. Wissen Sie, ich habe so meine Probleme mit Leuten, die nur die Zahlen im Blick haben und nicht die Menschen. Herr Breiter, Sie können schon mal durchgehen. Sie wissen ja, wo die Physio ist. Einen Termin bei Frau Ewald habe ich heute leider nicht mehr, aber ich schaue mal, ob ich sie irgendwo dazwischen kriege. Doch, Frau Schmidt, das nächste Mal bringen Sie mir Ihre Karte mit, ne? Was machst du denn hier? Lotte. Die akuten Probleme haben wir lösen können. Bei dem Rest, Soll ich hier rein? Wie war es jetzt eigentlich bei dir? Was? Ach so, nee, war nichts dabei. Hör doch auf mit der Eierei. Alles nur Alibi. Du hast doch gar nicht richtig gesucht. Du musst einfach nur zu ihm ziehen. Nein! Die blöde Geschichte von wegen rein aus beruflichen Gründen hat dein Lover mir schon aufgetischt. Und ich, was ist mit mir? Du kommst natürlich mit. No way. Wir gehören doch zusammen. Du wirst auch weiterhin bei mir wohnen. Ich habe ihm ein Angebot gemacht. Ich mache keinen Punk, wenn du mich nach Berlin zu Papa ziehen lässt. Frau Beermann? Haben Sie Schmerzen? Brauchen Sie irgendetwas? Sollen wir jemanden anrufen? Nein. Sie haben Ihre Herzprobleme überstanden. Ihre Hyperkaliämie haben wir mit der Dialyse in den Griff bekommen. Wir machen jetzt nur noch abschließend ein EKG und dann können Sie nach Hause. Will ich aber nicht. Ich weiß nicht. Du bist noch so jung. Wenn ich dir noch spenden könnte. Oder ich. Aber das könnt ihr nicht. Ich bin die Einzige aus der Familie. Julia, wir haben schon so viel Angst um Caro. Wir möchten uns nicht auch noch um deine Zukunft sorgen müssen. Prima Zukunft, wenn es dir so beschissen geht. Für uns alle. Verstehe mich richtig. Wir sind nicht per se dagegen, dass du spendest. Aber der Gedanke ist eben schwierig, dass das... Dass eines unserer Kinder einen Teil seines Körpers hergeben muss, damit das andere gesund wird. Ich kann mir das einfach nicht mehr mit ansehen. Ich meine, warum habe ich so ein verdammtes Glück und bin gesund und Caro nicht? Formal brauche ich eure Zustimmung nicht. Also. Aber wir stecken alle zusammen in dem Mist. Und kommen auch nur gemeinsam wieder raus. Das meint auch Dr. Kleist. Also? Ja.
dann gehen wir jetzt eine Pizza essen. Oh, nee. Lotte. Was? Bitte, kannst du ein bisschen leiser reden? Na, oh, mir ist ganz komisch. Was denn? Ist alles in Ordnung? Oh, es ist so laut hier. Oh, zu hell. Ich muss kotzen. Lotte! Fühlt sich das gleich an? Okay. Schau mal nach oben an die Decke und leg die Stirn so in runden Falten. So Grimassen ziehen. Und dann kannst du die Backen aufpusten mit Spannung. Okay. Ist dir immer noch schlecht? Total. Und ich krieg Kopfschmerzen. Also krasse Kopfschmerzen. Kannst du die beschreiben? Sind die pochend oder hämmernd, stechend? Kannst du deinen Puls fühlen? Mhm. Ja, das ist für mich eigentlich eindeutig. Migräne. Und Piwi kommt nach der Mittagspause nicht in die Praxis zurück. Der hat einen Vater-Kind-Tag. Am besten wir bringen dich in sein Zimmer. Geschichte in deiner Familie oder weiß ich nicht, mit deinem Ex? Puh, nicht, dass ich wüsste. Stress. Das könnte ein Trigger sein. Der neue Job, der Umzug, du. Das ist alles zu viel für sie. Ach, Schatz, jetzt mach dich nicht fertig. Du bist nicht verantwortlich für die Migräne, okay? Das würdest du an meiner Stelle auch denken. Nicht mehr. Caro, du bist gestern durchgetickt. Du brauchst Hilfe. Warum nimmst du sie nicht an? Julia, ich will deine Niere nicht. Verstanden? Es reicht ja schon, wenn es mir scheiße geht. Was ist denn, wenn du mal Kinder haben willst? Dafür brauche ich keine zweite Niere. Entschuldigung, könnten wir uns beruhigen und auf die Fakten konzentrieren? Die kennen wir doch schon alle. Das Risiko ist im Fall einer Nierentransplantation für den Spender im Prinzip nicht höher als bei einer Blinddarm-OP. Und auch langfristig ist die Lebenserwartung eines Nierenlebensspenders nicht wirklich geringer als die eines anderen Menschen. Ja, und was ist, wenn die andere Niere versagt? Ja, hat schon so seine Gründe, warum die Menschen zwei haben. Und mit einer ist nicht so lustig, das kann ich euch sagen. Okay. Was würden Sie uns denn raten? Ich kann und will Ihnen nichts raten. Ich darf das gar nicht. Ich kann Ihnen höchstens helfen, die Fakten zu analysieren. Also, wir haben noch nicht alle Tests gemacht. Aber vom Stand jetzt steht rein medizinisch überhaupt nichts im Wege. Okay, stopp! Hört auf damit, die Diskussion ist überflüssig, okay? Ich will das nicht und Ende. Caro, überleg's dir doch bitte. Ich kann das nicht. Ich würde die ganze Zeit daran denken, dass ich dir vielleicht die Zukunft versau. Ihre Schwester hat nicht ganz Unrecht. Für sie ist das Risiko individuell weitaus größer als für ihre Eltern. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung wird sie diese Entscheidung für die nächsten 60 Jahre begleiten. Ich werde schon irgendwann eine Spenderniere kriegen. Und solange mache ich weiter mit der Dialyse. Zimmer von Clara, Christians Tochter. Die ist in Kanada. Ruf mich, wenn irgendwas ist. Ich bin unten. Jetzt schlaf dich gesund. Morgen geht's dir besser. Und dann reden wir über alles. Ist gut. Hi, für die Einladung, bitte. Was macht die Hand?
Okay, objektiv gesehen. Subjektiv? Subjektiv auch, meistens jedenfalls. Um das zweite kurze Y-Stück auszulösen, wird die Klinge weiter am langen Y-Teil zum. Was wird das denn? Bernd war angeln und hat einen Hecht gefangen. Aber Stella hat ihm zu viele Gräben. Den zu filetieren ist echt kompliziert. Das stimmt. Es befindet sich jedoch noch eine zweite Reihe von Zwischenmuskelgräten im Schwanz und mittleren Bereich des Hechtfilets. Soll ich das mal versuchen? Circa 1 cm unterhalb des ersten Schnitts das Messer nach unten führen. Bis wieder Das läuft doch gut. Subjektiv wie objektiv. Ey, ich habe in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht. Siehst du, dann kannst du jetzt auch wieder operieren. Es hat ausgezeichnet geschmeckt. Und keine einzige Kräte. Es war wirklich was Besonderes nach dem ganzen Kinderessen in letzter Zeit. Jedenfalls vielen Dank für die Einladung. Hey, ich habe zu danken, dass ihr meine Versuchskaninchen sein wolltet. Ich meine, Hecht haben wir noch nie gemacht. Ich habe übrigens eine Mail von Clara. Echt? Und? Mhm. Ach, ich habe die Hälfte nicht verstanden. Es ging nur um Dreieckszüge, Gamaschen oder was das auch immer ist. Ist doch schön. Und schreibt sie irgendwas über Justus? In jedem zweiten Satz Justus meint, Justus sagt, Justus findet. Dann hat sie ihren leiblichen Vater anscheinend akzeptiert. Morgen ist doch dieses Mode-Event auf der Wartburg. Und ich habe ein professionelles Schminken gewonnen. Ich weiß. Ich schenk's dir. Okay, Julia, hör endlich auf, mich ständig zu pampern. Ganz ehrlich, das ist meine scheiß Krankheit. Und ich muss damit klarkommen, kapiert? Dann hör auf, dir dein Leben noch schwerer zu machen, als es sowieso schon ist. Wenn es etwas gibt, was dir Freude macht, dann nimm es auch an. Caro, es geht hier nicht nur um dich. Es geht um uns alle, unser Leben. Mamas, Papas, meins. Das ist auch verdammt nicht einfach. Ich habe keine Zeit. Ich muss morgen zur Dialyse. Ich frage Papa, ob ich das Auto kriege. Dann kann ich dich fahren und du schaffst beides. Hier alleine lassen. Die Kopfschmerzen sind weg und übergeben muss ich mich auch nicht mehr. Ich fühle mich halt nur noch ein bisschen schlapp und müde. Gut. In der Schule habe ich angerufen und dich krank gemeldet. Okay. Ich muss jetzt wirklich los. Ist gut. Wenn du was frühstücken willst, Christians Sohn Paul ist unten. Passt schon. Okay. Bevor du nach Weimar fährst, kommst du noch mal in der Praxis vorbei, wegen der Blutergebnisse. Außerdem habe ich Dr. von Hatzfeld gebeten, dass er dich noch mal in die Röhre schiebt. Mama, mach doch nicht so eine Panik. Ich habe doch keinen Tumor oder sowas. Ich will ihm ganz sicher gehen. Ja. Bis später. Du musst sie nicht die ganze Zeit hocken. Das dauert noch. Ich bleib lieber hier. Ich weiß, ich klinge schon wie Papa, aber wenn du zu viele Fehlstunden hast, dann kriegst du die Zulassung fürs Abi nicht. Ich habe noch genug Reserve. Hm? Tut mir leid, wenn ich ab und zu mal rumzicke. Schwesterchen, wenn jemand das Recht auf Zickerei hat, dann du. Mhm. Ich freue mich schon mega auf die Schminkaktion. Mhm. Caro? Hallo? Entschuldigung? Ich glaube, meine Schwester wird ohnmächtig. Soll ich dir helfen? Nee, lass mal. Du bist krank. Geht schon wieder.
Keine Ahnung, was da gestern los war. Und trotzdem, du bist hier Gast. Wie schön. Also, daran könnte ich mich gewöhnen. Keine Chance. Wenn du hier einziehst, stehst du sofort im Haushaltsplan. Ihr habt einen Haushaltsplan? Oh Gott, wie spießig. Auch egal, betrifft mich nicht. Ich gehe nach Berlin zu meinem Vater und meiner Schwester. Du, ich gehe jetzt besser schnell in die Praxis. Die beiden ticken nämlich völlig durch, wenn ich da heute nicht noch mal antanze. Tschüss. Tschüss. So, der Befund ist Gott sei Dank unauffällig. Und das MRT auch. Es ist also nichts Dramatisches. Habe ich doch sofort gesagt. Ich habe gehört, dass du hier bist. Ja, bleibt also die Frage, weshalb du so einen Migräneanfall bekommen hast. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Stress ist zum Beispiel eine. Den macht sie mir ständig. Lotte, ich möchte, dass du ehrlich zu mir bist. Rauchst du? Nein. Alkohol? Manchmal, klar. Aber echt nicht viel. Und in den letzten Tagen? Was ist mit Medikamenten? Eigentlich nie. Naja, höchstens, wenn Mami halt mal was gibt. Ja, bleibt eigentlich nur das Thema Hormone. Als Freund deiner Mutter geht mich das zwar nichts an, aber als dein Arzt muss ich dich das fragen. Nimmst du die Pille? Das wüsste ich ja. Ich bin ihre Mutter. Ja, aber nicht ihre Gynäkologin. Hört auf rumzulabern. Ich nehme die Pille nicht. Was ist? Wo bin ich? Der Intensivstation. Ihr Kreislauf ist kollabiert, Frau Beermann. Ausgelöst durch eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Das ist nicht ungefährlich. Ich vermute eine Schandinfektion. Für die Dialyse haben wir Vene und Arterie sozusagen kurz geschlossen, um den Blutfluss zu erhöhen. Das nennt sich Schand und der hat sich wohl bakteriell entzündet. Nicht das erste Mal. Aber gerade wenn Sie das schon kennen, müssen Sie das auch früher bemerkt haben. Schwindel oder Übelkeit? Hab ich ja. Aber ich wollte es einfach so schnell wie möglich hinter mich bringen. Julia hat mir dieses professionelle Schminken geschenkt. Bei dem Mode-Event auf der Wartburg. Ach, und da wollten Sie unbedingt hin, ja. War wohl nix. Mal wieder. Willst du nicht doch noch mal darüber nachdenken? Über deine Niere? Es wäre für Ihre Tochter besser, lieber heute als morgen eine neue Niere zu bekommen. Junge Frauen werden rein medizinisch betrachtet früher erwachsen als junge Männer. Und genauso werden sie auch behandelt. Damit beträgt dann die Wartezeit auf ein Spenderorgan 5 bis 8 Jahre. Ich habe bereits bei Eurotransplant angerufen, die, wie Sie wissen, für die Vergabe der Organe zuständig sind. Sie haben Caroline von T, Transplantable, auf HU, Highly Urgent, gestuft. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass sie in absehbarer Zeit wirklich ein Organ erhält. Also bleibt Julias Niere erstmal ihre einzige Chance auf ein normales Leben. Überhaupt auf ein Leben. Also aus gynäkologischer Sicht gibt es gegen eine Spende nichts einzuwenden. Das hatte ich aber auch nicht anders erwartet. Sie können dann wieder rüber zu Dr. von Hatzfeld. Mein Ergebnis kommt dann in unseren gemeinsamen Bericht. Bedrückt Sie irgendwas? Sie haben Angst vor Ihrer eigenen Courage. Das ist absolut verständlich. Aber ich kann doch jetzt nicht mehr zurück. Doch. Das können Sie. Wenn
wenn Sie sich anders entscheiden, aus welchem Grund auch immer, ist das vollkommen in Ordnung. Sie sind zu nichts verpflichtet. Sie müssen das nicht tun. Ich bin ganz sicher, Ihre Eltern haben dafür Verständnis. Und Ihre Schwester auch. Nein. Nein, ich muss da jetzt durch. Bin ich fertig? Bitte, Sie können sich da hinsetzen. Ich finde das sehr mutig von Ihnen. Es muss sein. Ich meine, es hat ja nicht alles erst voriges Jahr angefangen, als die Niereninsuffizienz festgestellt wurde. Caro war immer krank. Dauernd hatte sie eine Mittelohrentzündung oder eine Mandelentzündung. Diese Krankheit macht uns alle kaputt. Nicht nur Caro, auch mich und meine Eltern. Für die ist das alles auch einfach zu viel. Und Sie glauben, Sie müssen das beenden? Ich bin die Einzige, die es kann. Ich hoffe, Sie muten sich da nicht zu viel zu. Statistisch ist es für den Spender ziemlich ungefährlich. Kommen Sie, wir fangen an. Paul, die Antwort ist nein, okay? Du hast morgen Schule und deswegen bist du um 9 zu Hause. Dass du bei Jan schläfst, das kannst du vergessen. Hey, das war ein Kompromissvorschlag. Dann war es ein schlechter Kompromiss. Du schreibst morgen Mathe. Ja, das kann ich im Schlaf. Ich möchte aber, dass du fit bist, wenn du die Mathearbeit schreibst, okay? Und wenn du bei Jan schläfst, dann wird da nichts draus. Ach, seine Mutter sorgt doch schon dafür, dass es nicht so spät wird. Immerhin schreibt der morgen auch die Arbeit. Aber welchen Buchstaben in dem Wort Nein verstehst du eigentlich nicht? Oh, du bist so gemein. Ich wette, ich bin der Einzige, der so früh los muss. Das glaube ich allerdings nicht. Ja? Und wie stehe ich dann von Nina da? Die muss auch früh ins Bett. Bitte, Papa. Paul, mach's mir doch nicht so schwer. Ehrlich. Wir haben doch Regeln abgemacht. Ja, keine Regel ohne Ausnahme, sonst wär's ein Gesetz. Meine Antwort ist nein. Das heißt, ich darf echt nicht. Nein. Lotte hat recht. Du bist so ein Spießer. Tanja ist viel cooler. Lotte darf sogar schon die Pille nehmen und ist erst 14. Wozu brauchst du überhaupt die Pille? Wozu wohl? Du hast einen Freund. Und weißt du was? Ich bin nicht zu jung, um mit ihm zu schlafen, okay? Und außerdem geht dich das gar nichts an. Das sehe ich anders. Ich mache mir Gedanken. Ich überlege mir zum Beispiel, ob das nicht vielleicht ein bisschen viele Veränderungen sind in letzter Zeit für dich. Aber deine Migräne hat überhaupt nichts mit Stress zu tun, sondern mit Hormonen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe es im Netz nachgelesen. Und im Netz glaubst du mehr als einer Ärztin? Ja. Erwachsene sind doch eh alle scheiße. Der Arsch von deinem Ex will mich ja auch nicht. Leute, das stimmt. Doch, natürlich. Ich hab ihn angerufen. Er sagt, er hätte keinen Platz. So ein Bullshit. Da steckst du hinter. Als ob Holger mir überhaupt zuhört. Natürlich. Entschuldigung. Stopp. Wenn ich kurz was sagen darf, aber mir scheint, hier gehen drei Themen völlig durcheinander. Das erste Thema ist die Frage, wo du wohnst, wenn deine Mutter nach Eisenach zieht. Und das zweite Thema ist, ob du wirklich alt genug bist, mit deinem Freund zu schlafen. Und ehrlich gesagt, beides geht mich überhaupt nichts an. Ja. Ja, Lotte. Aber weißt du, was mich etwas angeht? Das ist die Frage, woher deine Migräneanfälle kommen. Du hast uns verheimlicht, dass du die Pille nimmst. Das ist nicht gut. Und weißt du auch, warum? Weil manche Medikamente haben Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Ja, und deswegen muss man das im Auge behalten. Okay, ich hab's verstanden. Jetzt wisst ihr's. Was jetzt? Also, wenn du einverstanden bist, dann würde ich vorschlagen, dass du eine Zeit lang die Pille absetzt und dann gucken wir, was aus deinen Migräneanfällen wird. Ja. Und die anderen beiden Themen klärt ihr bitte unter euch. Ja? Normalerweise renne ich immer zum Bahnhof, weil ich nicht auf die Uhr gucke. Gut, dass du gesagt hast, dass wir los müssen. Hör auf zu schleimen. Lotte, ich wäre echt traurig, wenn du in Berlin wärst. Papa will mich doch sowieso nicht. Ich meine nicht wegen dem, sondern wegen uns. Ist doch nicht alles blöd. Ohne dich wüsste ich überhaupt nicht, was für Musik gerade läuft oder welche Filme aktuell sind. Von Serien ganz zu schweigen. Stimmt. Wenn man dich nach deiner Lieblingsserie fragt, würdest du wahrscheinlich sagen Friends. Und mit wem probiere ich mich durch sämtliche Kakaosorten?
Lotte, wenn du in Weimar einen Freund hast, mit dem du schlafen willst, es gibt auch andere Verhütungsmethoden, nicht hormonelle. Kondome. Ja, die den Vorteil haben, dass sie auch vor Geschlechtskrankheiten schützen. Ich verstehe, du hast Angst, dass du ihn verlierst, wenn du aus Weimar wegziehst. Aber da könnten wir eine Lösung finden. Ich könnte Katis Mutter fragen, ob du bei denen wohnen kannst. Das wäre vielleicht sowieso gut. Dann müsstest du nicht mitten im Schuljahr die Schule wechseln. Was ist denn los? Mann, Philipp ist so ein Arsch. Ich dachte, da läuft was. Deswegen hatte ich mir die Pille besorgt. Ach, jetzt bitte Frau Dr. Schreiber keinen Stress, weil sie mir verschrieben hat. Keine Sorge, die darf das, wenn sie dich für reif genug hält. Was ist jetzt mit diesem Philipp? Frag nicht. Sorry, Ma. Ich hätte dich nicht anlügen sollen. Und wegen Berlin. Ich würde dich auch total vermissen. Mama. Wie traurig war der Film, bitte. Zum Glück ist er doch noch gut ausgegangen. Hätte ich bis zum Schluss nicht gedacht. Ja, ich auch nicht. Oh Mann. Aber was war das auch für ein Typ, ey? Er hat bis zum Schluss nicht gemerkt, wie gut sie es mit ihm meint. Ja. Wobei, so ein bisschen wie ich. Musste erst beinahe draufgehen, bis ich den Angebot annehmen konnte. Nee, Hauptsache, du hast es getan. Bald bekommst du eine neue Niere. Danke. Egal, was in 20, 30 oder 40 Jahren ist. Heute ist heute. Und ich muss meiner Schwester helfen. Wenn es jetzt wieder Paul ist, dass er das mit dieser 21 Uhr schafft. Nein, ist nicht Paul. Das ist mein Handy. Ja, Sandmann. Gut, dann informiere ich die Familie und leite alles andere in die Wege. Ja, vielen Dank. Tschüss. In der Nähe von Erfurt ist ein Motorradfahrer verunglückt. Wir haben Full-House-Matching mit Caro Beermann. 100% Übereinstimmung. Ja, und der Spender hat einen Organspenderausweis im Portemonnaie. Da wird die Familie Beermann aber aufatmen. Gleich, mein Schatz. Wir fahren mit unserem Auto dem Krankenwagen hinterher nach Lena, okay? Und wenn du aus deiner Kruse aufwachst, dann sind wir schon da. Du packst das. Jetzt bringst du deine beiden Nieren doch noch. Gibst du, du hast ganz schön Schiss gehabt. Vielen Dank. Gern geschehen. Ihre Töchter hatten wirklich Glück? Also, wenn jemand mal ein bisschen Glück verdient hat, dann Caro. Das finde ich auch. Und ich bin sehr froh, dass du nicht spenden musst. Aber dass es den Tod eines anderen Menschen dafür braucht. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Das war einfach ein tragischer Unfall. Und für Sie das größte Glück. Ja. Bleibt trotzdem ein komisches Gefühl. Du
Die OP ist also gut verlaufen. Ja. Caroline Beermann geht's wirklich besser. Dann hoffe ich, dass es so gut weitergeht. Wie ist es eigentlich mit Lotte und dir? Gut. Ja? Wir haben uns vertragen. Oh, kann ich mich ja auf geballte Frauenpower einstellen? Erstmal nicht. Sie bleibt in Weimar bei einer Freundin. Ach, wegen des Jungen, für den sie sich die Pille hat verschreiben lassen. Der ist Geschichte. Aber sie will das Schuljahr da zu Ende machen. Und dann zieht sie hierhin. Aber wenn du alleine hierher ziehst, dann könntest du doch auch bei mir einziehen. Du gibst nie auf. Nee.